Europa im ausgehenden 11. Jahrhundert war eine Zeit, in der die Menschen zum ersten Mal begonnen hatten, über den Tellerrand ihrer eigenen Familie und Sippe zu blicken und sich als Teil von etwas Größerem zu betrachten. Und es ist, wie bereits erwähnt, die Entstehungszeit des mittelalterlichen Rittertums. Und das ist ein interessantes Phänomen, denn wir sehen hier eine Bevölkerungsschicht, deren Geschick darin bestanden hatte, bewaffnete Schergen mit einem eigenen Pferd zu sein. Und diese Leute werden nun gerade vom Klerus zunehmend auf eine Doktrin eingeschworen, die aus Idealen und sogenannten Rittertugenden besteht. Das Schwert in ihrer Hand soll als ein Ausdruck für den Schutz von Wehrlosen, von Frauen und von Kindern gelten, und es soll ein Ausdruck von Treue gegenüber dem Fürsten oder dem König und vor allem der Kirche gelten. Dies ist auch die Ära der Steinmetze und Städtebauer. In diesen Jahrzehnten bilden und festigen sich die politischen und sozialen Strukturen einer Gesellschaft, die letztendlich ein Vorläufer unserer Gesellschaft ist. Das Kumet wurde in diesen Jahren erfunden. Und das Hufeisen. Statik und Architektur liefen zur Höchstform auf. Zuerst bei den Arabern, doch von dort kam das Wissen in den Westen. Große Wassermühlen wurden erfunden und gebaut. Und die Metallverarbeitung verbesserte sich. In dieser Ära fand, wenn auch langsam, eine Revolution in der Landwirtschaft statt. Die Dreifelderwirtschaft. Das Prinzip ist sichtlich einfach und kann heute noch bei einigen Bauern beobachtet werden, zumindest bei jenen, die nicht unter dem Leistungsdruck der modernen Nahrungsmittelproduktion stehen. Man unterteilt das Grundstück in drei getrennte Anbauflächen und jedes Jahr ist eines dieser Drittel dran, Auszeit zu nehmen. Es wird nicht beackert, sondern erholt sich. Die Römer hatten bereits erfolgreich die Zweifelderwirtschaft eingesetzt, doch das dreifache Rotationssystem optimierte den Ertrag nachhaltig. Und um das Jahr 1100 war es in Europa bereits verbreitet. Gleichzeitig war dies eine Zeit, in der neue Pflugformen und Technologien der Grundbewirtschaftung entwickelt wurden. Ich habe mir hier die Propyläentechnikgeschichte Band 2 geschnappt und mich in das Thema etwas eingelesen. Zu einem allgemeinen europäischen Standard wurde die fortschrittliche frühmittelalterliche Landtechnik im Verlauf des Hoch- und Spätmittelalters nur nach und nach, was sich an der Verbreitung des modernen Pflugs mit dem Rad vorgestellt sowie der oft auch urkundlich belegten wasserradgetriebenen Getreidemühle erklären lässt. In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts kümmerte sich der Abt und Politiker Suger von Saint-Denis, dessen Visionen den gotischen Kirchenbau einleiten sollten, persönlich darum, dass neue Ansiedler in den Dörfern der Abtei die technisch entwickelten Pflüge einsetzten. Um den Stand der Technik bemühte sich bereits der deutsche Mönch und Goldschmied Theophilus. Er schalt als diejenigen töricht, die es versäumten, die Schätze der Technik aufzunehmen und zu hüten. Pädagogisch und didaktisch ging es ihm um die Weitergabe dessen, was die empfindsame Fürsorge der Alten bis auf unsere Zeit überliefert hat. Ein interessantes Beispiel, das auch die aktive Rolle des Klerus in der Urbanisierung der Ländereien betont. In der Begegnung des Orients mit dem Okzident sticht natürlich ein Jahr heraus. 1071, ein Datum, ein Trauma. In der Schlacht bei Manzikert erleidet Byzanz eine herbe Niederlage gegen den Seldschuken-Sultan Alp Arslan. Dieses Ereignis markiert nicht nur den stetigen Niedergang der byzantinischen Kultur, sondern auch den Beginn einer etablierten türkischen Präsenz in Kleinasien, jener Region, die wir heute als Türkei bezeichnen. Die unmittelbaren Verlierer dieses Vorstoßes sind aber vorerst nicht so sehr die Christen, sondern die arabischen Fürsten. Und damit kommen wir natürlich zu der Gegenseite dieser Geschichte, den Moslems, den Sarazenen. Die Entstehungsjahre des Islams sind geprägt von dem Krieg mit Mekka. Hier hatten die religionsstiftenden Jahre Mohammeds begonnen, doch gelang es dem Propheten anfangs nicht, die reichen und mächtigen Quraischiten zu überwinden und die Stadt dem neuen Monotheismus zuzuführen. Mohammed musste anfangs nach Medina fliehen und von dort seine Revolution vorantreiben. Erst kurz vor seinem Tode ist es ihm gelungen, Mekka zu belagern und schließlich zu erobern. Der Islam hat in kürzester Zeit erstaunliche Wandlungen durchgemacht. Seine Ausbreitung war deutlich schneller, als es 500 Jahre zuvor die Ausbreitung des Christentums war. Ab der Mitte des 7. Jahrhunderts, also nur wenige Jahrzehnte nach Mohammeds Tod, drang die neue Religion bereits nach Ägypten, nach Syrien und in den heutigen Iran ein. Bereits 100 Jahre später fand man den Islam in Indien, in Zentralasien und ebenso ganz auf der anderen Seite im heutigen Marokko. Dies war eine Kraft, die eigentlich hätte imstande sein müssen, im Verlauf von weiteren 100 Jahren ganz Europa zu überrennen und damit die gesamte damals bekannte Welt, mit Ausnahme Chinas, islamisch zu machen. Dazu kam es allerdings nicht. Und das nur aus einem Grund und
nein, dieser Grund ist nicht Karl Martells Sieg über die Mauren bei Tours und Poitiers. Das war eine Schlacht, die lediglich von den Europäern im Nachhinein glorifiziert wurde, doch für das geopolitische Gesamtbild ist sie ohne Bedeutung. Nein, der Knoten in der kontinentalen Ausbreitung des Islams lag woanders. Wenn wir davon sprechen, dass im 7. und 8. Jahrhundert sich der Islam wie ein Lauffeuer in alle Richtungen ausgebreitet und jeden Widerstand überrollt hatte, so darf man sich das nicht als einen einheitlichen Organismus vorstellen, der auf mehreren Fronten operiert. Die Völker, die Stämme und die einzelnen Kulturen, die sich nun zum Islam bekannten, waren sich untereinander fremd und waren nicht selten massiv verfeindet. Jene Macht weit im Westen wieder nach Spanien drang, hatte weder ethnisch, sprachlich oder kulturell mit den Seldschuken zu tun, die den Mittleren und Nahen Osten erstürmten. So hatten zwar die berberischen Almoraviden das heutige Spanien mit der Ausnahme von León besetzt, doch sie hatten unentwegt die Araber im Nacken, die wiederum versucht hatten, ihre Gebiete in Nordafrika zu erobern. Und in ihrem eigenen Territorium mussten die Araber selbst vor den türkischen Völkern weichen. Dies war also keine objektive religiöse Mission. Diese Vorgänge waren voneinander gänzlich isoliert und hatten miteinander nichts zu tun. Und das grundsätzliche Streben der türkischen oder turkmenischen Völker aus dem Osten in westliche Richtung war etwas, das auf einer sehr großen Skala stattgefunden hatte und sich bereits ereignete, bevor diese Völker zum Islam bekehrt wurden. Und sogar da, wo eine Zusammenarbeit zweier muslimischer Völker strategisch ratsam gewesen wäre, zerfiel alles wegen theologischer Streiterei darüber, ob die Nachfahren von Mohammeds Neffen Ali rechtmäßige Kalifen waren oder nicht. Doch im Gesamten waren hier vor allem Männer am Werk, die an Macht und Territorium interessiert waren. Sie hatten keine Vision, alle Christen zu konvertieren. Sie strebten nach Macht und Boden, nicht nach einer missionarischen Erfüllung. Doch wer sich willig dem Islam zuwandte, wurde natürlich begrüßt. So ganz stimmt das alles nun nicht. Die arabischen Fürsten standen ihrer eigenen Bevölkerung gegenüber durchaus in der Pflicht, für kriegerische Handlungen und für Eroberungszüge eine Rechtfertigung zu finden, die im Einklang mit den Propheten war. Hierzu wandte man sich an Schriftgelehrte, an Theologen, die wiederum den Koran und die Hadithe, also die Überlieferungen und Kommentare außerhalb des Korans, zu Rate zogen. Hier liegen also die Entstehungsmomente des Dschihad-Begriffs. Der Dschihad als ein seelischer Zustand der Kriegsbereitschaft gegenüber den Ungläubigen ist sicherlich etwas, das anfangs durchaus Ausdruck fand. Doch es ist auch etwas, das sich bereits nach wenigen Jahren als unpraktisch erweist und somit beginnt, sich zu verwässern. Die Idee, die Moslems befinden sich heute seit 1300 Jahren ununterbrochen auf einem neurotischen Glaubensfeldzug gegen die Christen, ist unhistorischer Nonsens. Ohnehin strauchelte die Dschihad-Idee unentwegt daran, dass sich innerhalb der islamischen Gesellschaft nie eine klare Definition dessen durchgesetzt hatte, was ein Dschihad nun sein soll. Für die Sufis ist der Dschihad der innere Krieg mit den eigenen Fehlern und den eigenen menschlichen Schwächen. Es ist also mehr ein philosophischer Begriff. Für viele Schriftgelehrte, die an einem außerordentlich präzisen Deuten von Mohammeds Worten interessiert waren, durfte ein Dschihad sich nur gegen Polytheisten richten, also Heiden, die mehrere Götter anbeteten. Denn man darf nicht vergessen, dass es stets muslimische Theologen gab, die das Christentum und das Judentum als geistige Geschwister des Islams angesehen haben, wenn auch in letzter Instanz dem Islam unterlegen. Und in den letzten 10 oder 20 Jahren vor dem Kreuzzug scheint der arabische Dschihad mehr einer Doktrin zu gleichen, die dazu dient, einen internen Glaubenskrieg zwischen Schiiten und Sunniten anzufeuern. Aber man muss einsehen, dass die dominante Rolle des Kriegertums, die im Islam einen festen Stellplatz hat, damals auch das innerste Naturell der Religion mitbestimmt hatte. Krieg zu führen war theologisch gesehen keine zweifelhafte Beschäftigung und dass es die meiste Zeit Moslems gegen Moslems waren, stellte hierbei kein Hindernis dar. Der Islam hatte auch keine ideologische Zentralstelle wie das Christentum, in Form eines einheitlichen Klerus, der einem Papst unterstellt war. Ja, ich weiß, natürlich ist die mittelalterliche Geschichte Europas ziemlich mit Blut besprenkelt. Doch darf man nicht übersehen, wie oft das Schlimmste abgewendet wurde, indem die Kirche hier ein Machtwort sprach und dem Blutvergießen unter Christen Einhalt geboten hatte. Der dezentrale Islam besaß einen solchen Mechanismus nicht. Und damit kommen wir endlich zu dem Juwel inmitten all der Fäden und Kriege, zu Jerusalem.
Die Araber hatten sich schon im 7. Jahrhundert unter Abu Bakr auf Jerusalem gestürzt. Mit unterschiedlichen Resultaten, muss man sagen. Sie hatten zwar die Byzantiner verdrängt und erlassen, dass nach 500 Jahren die Juden wieder in die Stadt zurückkehren durften, ein Bann, der von dem byzantinischen Kaiser Herakleios eifrig fortgesetzt worden war. Doch die darauffolgenden Jahrhunderte sind außerordentlich wechselhaft gewesen. Sie sind markiert von dem erwähnten Zerfall des Islams in eine sunnitische und eine schiitische Konfession. Damit war Jerusalem immer eine Stadt, die stets aufs Neue erobert wurde. Nur wechselten sich hier nicht die Christen und die Moslems ab, sondern eine islamische Kultur gegen eine andere islamische Kultur. Nach den Umayyaden kamen die Abbasiden. Sie wurden schließlich in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts von den schiitischen Fatimiden verdrängt. Und innerhalb all dieser Jahre und Jahrzehnte ließen sich unentwegt Phasen herauspicken, die man als außerordentlich christen- oder judenfreundlich bezeichnen kann, und Phasen, die das genaue Gegenteil waren. Eben je nachdem, wer gerade der mächtigste Player in der Region war. So schreibt Stephen Runciman über die Abbasiden: Dessen ungeachtet war das Los der Christen unter den Abbasiden nicht unglücklich. Zwar wurden sie von mohammedanischen Schriftstellern wie Al-Jahiz im 9. Jahrhundert heftig angegriffen, aber das hatte seinen Grund darin, dass es ihnen wirtschaftlich zu gut ging, dass sie anmaßend wurden und die gegen sie erlassenen Bestimmungen nicht mehr beachteten. Verwirrend. Willkommen auf der Party. Wir versuchen hier bei einem Abschnitt von 300 Jahren einheitlich die Zimmertemperatur zu messen, und ein solches Unterfangen ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Eine einheitliche Aussage darüber, ob die Christen oder Juden unter den Moslems nun ein gutes oder ein schlechtes Leben mit entsprechenden Rechten führen konnten, verbietet sich vollständig, und du kannst in entsprechenden Büchern und Artikeln Belege für beides finden. Doch das ist zu grobkörnig. Die Situation in Palästina änderte sich mit jeder Generation. So hatten gerade die Fatimiden die Juden zunehmend wieder aus der Stadt geekelt und auch die Rechte der Christen wieder beschnitten. Doch dies war kein einheitlicher politischer Kurs. So fallen genau diese Jahre auch erstaunliche Arrangements mit Byzanz, die sogar darauf hinausliefen, dass Kaiser Romanos III. Zugestimmt hatte, in Konstantinopel eine Moschee zu bauen, während seine Architekten nach Jerusalem durften, um dort die Grabeskirche wieder aufzubauen, die im Jahr 1009 auf Befehl des Kalifen Al-Hakim abgerissen worden ist. Mitte des 11. Jahrhunderts erreichten diese Region die Seldschuken. 1071 eroberten sie Jerusalem so gut wie kampflos und warfen die ägyptischen Fatimiden raus. Die Ära der schiitischen Herrscher in Jerusalem ging damit zu Ende. Für immer. Doch die Seldschuken mochten erstaunliche Eroberer sein. Gute Statthalter waren sie nicht. In nur wenigen Jahren glich ihre Herrschaft einem anarchischen Chaos, bei dem Bruder gegen Bruder um den Thron kämpfte. Nicht anders erging es den abgedrängten Fatimiden in Ägypten. Auch hier versank die Herrscherdynastie zunehmend in Wirrwarr und Orgien der Gewalt. So darf man sich den Konflikt zwischen dem Christentum und dem Islam in diesen Jahren nicht als eine grundsätzlich verhärtete Front vorstellen. Diese etwas moderne Idee eines Weltreichs unter dem Halbmond und eines Weltreichs unter dem Kreuz, die sich hier energiegeladen gegenüberstehen, ist zumindest in den Jahrzehnten vor dem ersten Kreuzzug ein falsches Bild, das es so nicht gegeben hat. Aber auch nach 1000 Jahren ist es eine nützliche Idee, die man immer wieder gerne aus der Kiste packt, um politische Punkte bei der Bevölkerung zu sammeln. Innerhalb beider Kulturen gab es stets Elemente, die sich außerordentlich realpolitisch gebärdeten. So konnten beide Seiten nicht auf den Handel verzichten. Europa besaß Güter, die in islamischen Regionen rar waren, während die Moslems auf Produkten saßen, die in Europa sehr begehrt waren. Das reichte von Gewürzen und Weihrauch zu feinen Stoffen und Farben. Dies waren dieselben Handelsstraßen und derselbe Bedarf, der bereits zwischen den altorientalischen Reichen und dem römischen Imperium 1000 Jahre zuvor geherrscht hatte. Heute, und es ist außerordentlich verdächtig, wie gut das in den Duktus der gegenwärtigen weltpolitischen Lage passt, geht man mehr dazu über, die positive Wechselwirkung der mittelalterlichen Christen und Moslems zu revidieren. Die neue Betrachtungsweise geht dazu über, die kulturhistorische Rolle des Islams zu minimieren und doch mehr das chaotische, kriegerische Element der Moslems zu betonen. Damit schafft man auch ein rechtfertigendes Argument für das anschließende Vorgehen der Christen gegen Jerusalem. Die älteren Gelehrten wie Stephen Runciman oder Will Durant werden da auch schon mal beiseite geschoben und für überholt erklärt. Ich möchte sie aber gerne zu Wort kommen lassen, damit jene Sicht der Dinge geboten wird, die eigentlich bis zum 11. September 2001 gegolten hat. Hier also einige Zeilen von Will Durant aus seinem Buch The Age of Faith, Band 2. Der Einfluss des Islam auf das Christentum war vielseitig und riesenhaft.
Vom Islam übernahm das christliche Europa Nahrungsmittel, Getränke, Arzneimittel, Drogen, Waffen, Wappen, Kunstmotive und Richtungen, gewerbliche und Handelsartikel und Verfahren, Schifffahrtsgesetze und seemännische Bräuche und oft auch die Bezeichnung für diese Dinge. Orange, Limone, Zucker, Sirup, Sorbet, Julap, Elixier, Azur, Arabeske, Matratze, Sofa, Musselin, Satan, Fustian, Bazar, Karawane, Scheck, Tarif, Traffic, Duan, Magazin, Barke, Kabel, Admiral. Das Schachspiel kam über den Islam von Indien nach Europa und nahm unentwegt persische Ausdrücke auf. Schachmatt stammt von dem persischen Schachmatt oder der König ist tot. Einige unserer Musikinstrumente zeigen in ihrem Namen den semitischen Ursprung an: Laute, Gitarre, Tamburin. Poesie und Musik der Troubadours kamen vom musulmanischen Spanien nach der Provence, vom musulmanischen Sizilien nach Italien und arabische Reiseschilderungen vom Himmel und Höllenfahrten mögen ihren Anteil an der Ausbildung der göttlichen Komödie haben. Indische Fabeln und Zahlzeichen kamen in arabischem Gewand und arabischer Form nach Europa. Die musulmanische Wissenschaft erhielt und erweiterte die griechische Mathematik, Physik, Chemie, Astronomie und Medizin und vermittelte dieses griechische Vermächtnis stark bereichert an Europa. Arabische wissenschaftliche Ausdrücke, Algebra, Zero, Ziffer, Azimut, Alembik, Zenit, Almanach sind immer noch in europäischen Sprachen lebendig. Die musulmanische Medizin war ein halbes Jahrtausend lang führend in der Welt. Die musulmanische Philosophie bewahrte und vererbte Aristoteles für das christliche Europa. Avicenna und Averroes waren Leuchten aus dem Osten für die Scholastiker, die sie nur noch den Griechen hinten anstellten. Das Rippengewölbe ist älter im Islam als in Europa, wenn wir auch den Weg, den es in die gotische Kunst nahm, nicht mehr zurückverfolgen können. Christliche Kirch- und Glockentürme verdanken viel dem Minarett und das Maßwerk gotischer Fenster ist vielleicht auf das zugespitzte Bogenwerk der Giralda zurückzuführen. Die Erneuerung der keramischen Kunst in Italien und Frankreich ist der Einwanderung musulmanischer Töpfer im 12. Jahrhundert und den Besuchen italienischer Töpfer in musulmanischen Spanien zugeschrieben worden. Venezianische Goldschmiede und Glasbläser, italienische Buchbinder, spanische Waffenschmiede erlernten ihre Technik von musulmanischen Handwerkern. Fast in ganz Europa suchten Weber im Islam Modelle und Muster. Selbst im Gartenbau machte sich ein persischer Einfluss spürbar. Wir werden später sehen, durch welche Kanäle diese Einflüsse sich breit machten, durch den Handel und die Kreuzzüge, durch unzählige Übersetzungen aus dem Arabischen ins Lateinische, durch die Besuche von Gelehrten wie Geber, Michael Scott oder Adelard von Bath in musulmanischen Spanien, durch christliche Jünglinge, die von ihren Eltern an spanische Höfe geschickt wurden, um dort eine ritterliche Erziehung zu erhalten, denn die musulmanischen Adligen galten als Ritter und Edelleute, wenn auch Mauren. Durch die tägliche Berührung von Christen mit Musulmanen in Syrien, Ägypten, Sizilien und Spanien. Jedes Fortschreiten der Christen in Spanien ließ eine neue Flut von islamischer Literatur, Wissenschaft, Philosophie und Kunst in das Christentum eindringen. Beispielsweise förderte die Einnahme von Toledo in 1085 die astronomischen Kenntnisse der Christen ganz gewaltig und erhielt die Lehre von der Kugelgestalt der Erde lebendig. Unter diesen Entlehnungen schwelte ein unaufhörlicher Hass. Außer dem Brot ist der Menschheit nichts so kostbar wie der religiöse Glaube, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auch von dem Glauben, der ihm Hoffnung lässt. Darum trifft der tiefste Hass denjenigen, der ihn in seiner Nahrung und seinem Glauben zu treffen sucht. 3 Jahrhunderte lang erlebte das Christentum das Vordringen des Islam, musste zusehen, wie er ein christliches Land und Volk nach dem anderen eroberte und verschlang, fühlte seinen Würgegriff am christlichen Handelsverkehr und musste die Christen Ungläubige schelten lassen. Schließlich brach der schwelende Konflikt offen aus, die rivalisierenden Zivilisationen stießen in den Kreuzzügen aufeinander und die Besten in Ost und West erschlugen die Besten in West und Ost. Die ganze mittelalterliche Geschichte zurück lässt sich diese gegenseitige Feindseligkeit verfolgen, wobei eine dritte Religion, die der Juden, zwischen beide streitenden Parteien zu liegen kam und von beiden Schwertern getroffen wurde. Der Westen verlor die Kreuzzüge, gewann aber den Religionskrieg. Alle christlichen Krieger wurden aus dem heiligen Lande des Judentums und Christentums vertrieben, aber der Islam, in seinem verspäteten Siege ausgeblutet und von den Mongolen ausgeplündert, verfiel in eine finstere Zeit der Kulturfeindlichkeit und Armut, während der geschlagene Westen an seinem Streben heranreifte, seine Niederlage vergaß, begierig von dem Feinde lernte, Kathedralen in den Himmel steigen ließ, sich in den weiten Ozean der Vernunft hinauswagte, seine rohen neuen Sprachen in die Sprachen eines Dante, Chaucer und Villon umwandelte und frohgemut in die Renaissance eintrat.
Ich finde, dass dies sehr ehrliche Worte sind, gerade angesichts dessen, dass Will Durant ein Katholik war und in jungen Jahren beinahe jesuitischer Priester geworden ist. Die meiste Zeit war der Umgang zwischen den Völkern reglementiert. Ein direkt gerichteter, notorischer Hass kam auf einer politischen oder ideologischen Ebene selten zum Ausdruck. Doch haben sich nun Moslems und Christen gehasst oder nicht? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde aber als Querverweis einen Bezug zu unserer Gegenwart herstellen. Wir leben in einer Zeit, in der Europäer dem Islam entweder gleichgültig oder kritisch gegenüberstehen. Und ja, einige wenige können gar nicht genug ihre Abscheu zum Ausdruck bringen. Andere wiederum sind fasziniert. Doch eine einheitliche Frage wie »Hasst Europa den Islam?« verbietet sich, da hier die Haltung doch zu vielfältig ist. Nun haben wir es aber im 11. Jahrhundert mit einer Gesellschaft zu tun, die nicht so belesen und humanistisch vorgeprägt war, wie die meisten von uns es sind. Somit muss dem überwiegenden Teil der Leute eine komplett andere Religion grundsätzlich schockierend und unzugänglich vorgekommen sein. Blasphemisches Heidentum. Und das Problem war immer wieder Jerusalem. Denn auch die alltägliche religiöse Erfahrung eines Christen, der regelmäßig in die Kirche ging, war von diesem ominösen Begriff geprägt. Jerusalem war eine stark überhöhte Idee in den Köpfen all jener Europäer, die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die heiligste Stadt des Christentums niemals betreten würden. Und dass sich dieser heilige Boden in den Händen der Moslems befand, damit abzufinden, fiel auch den alltäglichen Menschen schwer. Das bedeutet aber auch, dass ungeachtet des massiven Kultur- und Wirtschaftstransfers in den betreffenden Bevölkerungsgruppen durchaus tiefes Potenzial steckte, eine gewalttätige, kriegerische Energie zu mobilisieren und freizusetzen. Die meisten Herrscher mochten dafür zu gerissen sein und gerade im 11. Jahrhundert waren die Mittel und die Finanzen auf beiden Seiten etwas knapp. Ein stabiler Handel war enorm wichtig. So waren in den 3 Jahren vor den Kreuzzügen europäische Ernten außerordentlich schlecht. Im Grunde waren sie in den weiten Teilen Europas nicht vorhanden. Im ersten Hungerjahr 1093 schneite es in Lyon noch im Mai. In 3 aneinanderfolgenden Jahren, 93, 94 und 95, spielte das Wetter unentwegt verrückt. Es war sehr kalt, es regnete zu wenig und mancherorts wohl eher zu viel. In 94 wurden Fälle verzeichnet von Bauern, die ihre Töchter an reiche Adelige vermieteten, um so an Lebensmittel heranzukommen. Das Strohbrot wurde gegessen. Doch dieselben Klimaeskapaden wirken sich noch stärker auf die islamischen Gebiete aus. Jonathan Riley Smith berichtet von verheerenden Folgen, die damit einhergingen. So wurden die Wanderzyklen nomadischer Völker empfindlich gestört und mancherorts kam der Handel in Kleinasien zum Erliegen. So kam es zu wirtschaftlicher Instabilität, auf die sogleich eine politische folgte. Und das bedeutet vor allem eins: Gewalt und Konflikt. Somit hatten all die Geschichten, die da aktuell aus dem Heiligen Land nach Europa kamen, recht finstere Untertöne. Man muss verstehen, dass der mittelalterliche Mensch, der normale Mensch wie du und ich, zu seiner Lebzeit absolut keine Aussicht darauf hatte, Jerusalem jemals zu besuchen. Die Stadt war zwar der Wallfahrtsort Numero 1, doch im Grunde gab es nur 3 Arten von Menschen, die eine solche Reise vornehmen konnten. Reiche Aristokraten, Mönche, die bereit waren, große Strapazen auf sich zu nehmen und die entlang des Weges in Klöstern unterkommen konnten, und einige wenige Kaufleute, deren Handelsrouten günstig zu einer solchen Absicht lagen. Falls man also die Mittel oder die Bereitschaft besaß, Beschwerlichkeiten auf sich zu nehmen, konnte man damals allerdings durchaus losziehen und bis nach Jerusalem pilgern, dort ohne Probleme die Stadt betreten und wieder zurückkehren. Obwohl Jerusalem etwas war, das der abendländische Mensch unentwegt am Herzen hatte, war es gleichzeitig diese ferne Abstraktion am anderen Ende der Welt. Und so sehnte man sich nach Erzählungen und nach Berichten all jener Reisender, die tatsächlich dort gewesen sind und nach vielen Monaten, manchmal Jahren zurückgekommen waren, um über das Erlebte zu berichten. Vermutlich hat manch ein Mönch eine gute Mahlzeit aus der Sache herausgeholt, wenn er dafür eine Geschichte aus Jerusalem erzählte. Doch wie sahen die Moslems in diesen Geschichten aus? Unter den Fatimiden hatte sich das Leben für die Christen eher verschlechtert. Erneut war es ihnen verboten, auf Pferde zu steigen oder gar Waffen zu tragen. Sie mussten sich kennzeichnen und so jederzeit erkennbar sein. Einen Turban zu tragen war ihnen verboten. Und auch ihre Häuser mussten stets mit einer Petroglyphe markiert sein, die einen Dämon darstellte. Wie sehr wussten die europäischen Christen über solche Mühen und Schikanen im Heiligen Land Bescheid? Thomas Asbridge hält es für relativ unwahrscheinlich, dass allzu viele dieser Informationen Europa erreicht hätten. Somit sind die Berichte über Vergehen gegen Christen in Jerusalem für ihn kein Auslöser des Kreuzzugs.
Doch auch er bemerkt, dass es doch erstaunlich sei, wie günstig und opportun in 1098 der Zeitpunkt für die Kreuzritter war, sich nach Jerusalem zu begeben. Das aber ist die umstrittenste aller Fragen, der du dich in dieser Geschichte stellen musst. Die Frage nach den Motiven des Kreuzzugs. Und dazu erzähle ich mehr das nächste Mal. Und hiermit enden die einleitenden Teile dieser Reihe. Falls du also bis hierher gekommen bist, bedeutet es, dass du den vorbereitenden Abschnitt gemeistert hast und nun bereit bist, aufs Ganze zu gehen. Ich gratuliere. Ich habe in dieser Episode versucht, die Ursachen des Heiligen Krieges der Franken und der Sarazenen unbeantwortet zu lassen und mich nur auf die geopolitische Lage am Vorabend des ersten Kreuzzugs beschränkt. Doch die Fragen und das Stirnrunzeln tauchen an allen Ecken auf, nicht wahr? Da geht es mir nicht anders als dir. Und damit werden wir uns in der nächsten Folge befassen. Da wird es um den byzantinischen Kaiser Alexios gehen und den Papst Urban II. Und die Frage, ob die beiden alleinig die Kreuzzugsidee ausgeheckt haben oder ob eine solche Sichtweise nur eine postmoderne Verschwörungstheorie ist. Somit bleibt dran und bis zum nächsten Mal.